Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Company of Heroes 3. Wir wurden angegriffen, neben Campania, von einer deutschen Infanterie und gehen einfach mal in die Schlacht rein. Denn wir müssen denen mal zeigen, dass sie einfach keine Chance gegen uns haben und die Fresse halten sollen. General Buckram will wieder was von uns. Das Gebiet um Salerno ist gesichert und die Deutschen ziehen sich zurück. Wir müssen vorrücken und den Druck aufrechterhalten. Was denkst du, was ich tue, Kumpel? Transportflugzeug zum Flugplatz Salerno? Mhm. Mehr Munition, mehr Treibstoff, nett. Lieferung britischer Artillerie nach Salerno. Kann man machen, aber ist... Ja, weiß ich nicht. Bringen Sie US-Lufttruppen per Abwurf nach Salerno. Mehr Truppen finde ich eigentlich gerade ganz gut. Der Rest ist eigentlich okay. Munition kann man zwar auch machen, ja, aber... Schick mir mal Truppen, bitte. Yes, Commander. Sir. The Allied landing at Taranto met with little resistance, and our forces are establishing a secure presence in the region. Beide befürworten unser Handeln. Ja, wenn es beide befürworten, ist es nicht eigentlich irrelevant? Nein, Quatsch, passt schon. So, jetzt wird die Mission geladen. Ich habe mich schon gewundert, warum kommt denn jetzt dieser Kampf nicht? Ich wurde doch gerade angegriffen. Aber müssen die wissen, da müssen die wissen. Erstmal schön was trinken hier. All right, men. We may be on the defense. Oh mein Gott. But that just means we're in a better position to bring the fight to the enemy. Ja, das ist cool, cool, cool. Es gibt keine Siegmarken. Wofür ist eigentlich dieser komische Button hier? Hat das schon mal einer gewusst? Oder ist das einfach nur unsere Nation quasi? Keine Ahnung. So, du gehst erstmal hier hin und holst das Munitionsdepot. Du gehst erstmal hin und skillst da drauf. Das ist schon mal gut investierte Munition und holst du da die Munition. So, wir machen direkt weitere Schützen. Zack und zack, weil Schützen sind einfach Profis. If we can surround their HQ, we'll have a chance to force a retreat. Erobern sie das gesamte Territorium rund um die feindliche Basis. Echt jetzt? Das ist das Ziel? Mehr nicht? Okay, müssen die wissen? Dann schicken wir recht direkt da zwei Truppen hin. Scheint er dann easy zu sein. Das sind sogar Sandsäcke. Nett. Kriegen wir hin. A new infantry section is ready for battle. Dann viel Spaß. What's the task? Drei, zwei, eins, los geht's. We're taking that position. Diese komischen Lichtverhältnisse sind teilweise... Guck mal, wie das hier im Rumswitchen ist, Alter. Was ist das denn, Junge? Ach, ist ja schwierig. An infantry section is present and accounted for. Ja, finde ich gut. So, weiter. Mehr Schützentruppen, bitte. Können wir blow it up now? Nein. Den nächsten Punkt einnehmen. Gegner sind noch nicht sichtbar, also aktuell ist noch alles sehr entspannt hier. Warum ist hier eigentlich eine Stadt, mal so als kleine doofe Frage? Wurden wir nicht irgendwie auf dem Land angegriffen? Ist ja witzig. Einfach so eine random Stadt plötzlich. Infantry Section trained and ready. Trained and ready. Dann hol mir bitte noch ein weiteres Munitionsdepot. Ah, Grenadiere. Putz, oh, das war ein guter Hit tatsächlich. Jerry got one of our squads. Wie Jerry? Victim eliminiert? Hä? Say what? Was für ein Ding? Was hat er gemacht? Okay. Den lassen wir ganz kurz da stehen. Ich gehe mal ganz kurz eben zurück und baue uns schon mal das nächste Gebäude. Schieß mal kurz rüber. Jetzt haben wir zwei Gegner, das ist interessant. Dann kommt ihr bitte mal von hinten da hoch. Die halten sich gerade richtig gut, die Jungs. Nice. So, einen nennt noch bitte dahin und dann könnt ihr zurückziehen. Gleich.
Putz, Junge. Nice. Dann geht mal bitte ganz kurz zurück, einmal voll heilen. Ist besser. Und noch ein Schützentrupp. So, ihr seid schon längst fertig. Ihr geht mal bitte nach vorne. Euch geht's gerade noch super. Hervorragend. Wieso nimmt ihr eigentlich den Punkt nicht ein? Was soll das denn, doofe Frage? Wo kommen jetzt die grünen Truppen her? Ich finde ich cool, einen zweiten NPC zu haben, aber... The fuck? Cheeky little wanker. An infantry section of Tommies has been trained. LOL. Der wird komplett zerrissen, perfekt. Ja, die KI ist ja komplett ein Lappen einfach. Jetzt nur Joke, die können ja nichts. Weiß ich nicht. So, ihr geht bitte da oben hin. Dann haben wir alle Punkte erobert. Perfekt. Der scheiß Bunker trifft mich da. Perfekt. Komm, machen wir eine Nette hin. Putz, Junge. Alter, der Damage. Den geht's auch gut. Wenn der Punkt erobert ist, geht ihr trotzdem ein bisschen näher dran. So. Na, die holen wir mal ganz zurück. So, die schicken wir ganz kurz dahin. Dann machen wir mal ein Fahrzeug. Ne, weißt du was, wir machen mal eine Abwehrkanone. Sicher, sicher. Das könntet ihr noch schaffen alles, passt. So, da bitte hin. Direkt weiter versuchen. Ah, da sogar geschafft. Geh mal zurück. Noch ein Infanterietrupp bitte. Ne, die kriegen das. Die haben gerade mehr Leute. Sector overrun. The enemy has it. Oh nein, wie schlimm. Captured, we're holding. Nice. Dann geht ihr bitte mal mit da oben hin. So, ihr beide geht bitte zusammen einfach mal dahin. Oder weißt du was, da geht nur einer hin. Aber wobei, machen wir doch so. Passt schon. Der geht gleich wieder zurück hier in den Punkt da. Flammenwerfer, wobei, die Flammenwerfer brauchen wir eigentlich nicht. Ach, lass mal trotzdem, passt schon. Die werden easy gekillt und dann gehört der Punkt gleich uns. So, die Pack. Die schieben wir schon mal nach vorne. Die kann sich schon mal irgendwie hier hinstellen. So zwischen die beiden Punkte, dann sind wir da schon mal ganz gut abgesichert. Aber die Mission ist echt easy bis jetzt, ne? Holy shit. Man darf auch nicht vergessen, ne? Ich spiele auf schwer. Right, men, we've got him surrounded. Now we just gotta stand our ground until their morale breaks. Ja, das sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Radio crowd is singing and we're listening. Looks like their reserves are on the way. Ja, ist jetzt nicht verwunderlich, ehrlich gesagt. Oder hier? Das ist ungünstig. Boom. So, ganz kurz den Punkt erobern. He's dead! Don't stop loading! Ich will mal so einen Spähwagen haben. So, ihr geht da zum Punkt. Okay, alles klar. Da kommt gerade ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Den werde ich nicht halten können, den Punkt. Aber da hatte ich jetzt auch noch nicht die Möglichkeit, was groß zu tun, ehrlich gesagt. Bleib mal bitte stehen. Jetzt nicht splitten. Komm, mach mal so. So, den ziehen wir zurück. Die gehen weiter dahin. Irgendwie hat der Gegner den noch nicht eingenommen, ist er selber schuld. Den schieben wir da mal ganz kurz hin. Da zurück. Der verzieht sich gerade. Der kann da ganz kurz einmal eine Nate hinwerfen. Kann er nicht. Muss ich da draufstellen. Ist da bitte eine Nate hin?
All right, men. Mission accomplished. Let's get out of here. Okay, dass die den Punkt nicht eingenommen haben, war einfach dumm von denen. Bin ich ehrlich. Wie sieht das aus? Ich will es noch sehen, bevor es das Ende ist. Nein. Schade. Bonusziel erreicht. Was für eine übelst einfache Mission. What the fuck? In der Verteidigung dachte ich jetzt gerade, als ich einen Panzer gesehen habe und die Armee, die da angelaufen kam, könnte nochmal knapp werden oder wenigstens irgendwie was passieren. Aber die haben ja nichts gemacht. Die waren einfach weg plötzlich. So, hä? Aber eine lächerliche Mission, aber ist egal. Kann ja auch ruhig sein. Haben wir eigentlich irgendwas jetzt verloren am Trupp? Hätten wir automatisch gekämpft, hätten wir wahrscheinlich die Hälfte des Trupps verloren. So, ich glaube quasi gar nichts, ne? Ist einer ganz gestorben? Ich glaube nicht, oder? Cool. Na komm. Now that Salerno's secure, we should head toward Rome. The port in Naples and the Foggia airfield are both good choices for our next objective. What? Alternatively, targeting Potenza would give us control of a central hub and a stronger hold on the region before we move north. Die Frage ist, wo ist beides? Ach, jetzt sind wir sogar die Stadtnamen. Guck mal an. Commander, now that we've got Salerno under control, we need to decide where we're headed next. Warte mal. Ich kann noch ein drittes auswählen? Das ist ja witzig. Ach, was kommt denn hier rechts an? Gioia del Colle. Da ist Verbündete. Krass. Cool. Okay, also wir haben hier... Ich meine, vielleicht ist die Karte auch doch nicht so schlecht. Ich war nur erst ein bisschen enttäuscht, weil das sieht alles aussieht oder ist auch quasi eine Total War Karte. Nur ist halt Total War, was das angeht, deutlich besser gemacht irgendwie, weiß ich nicht. Ist doch egal. Vielleicht ist ja doch ganz cool. Wenn ich das jetzt mit Ardennes Assault nur vergleiche, also nur mit dem Vorgänger, dann ist die Karte schon besser, muss man zugeben. Also deutlich. So, Kommandant, Salerno ist unter unserer Kontrolle. Also, wo gehen wir hin? Der will nach... Wo ist Rom eigentlich? Müsste das nicht eigentlich hier irgendwo... Bin ich jetzt blind? Bin ich jetzt dumm? Oder ist es noch weiter oben links? Ist Rom nicht eigentlich irgendwo hier so? Oder? Ach, keine Ahnung. Okay, der eine möchte nicht hier links Neapel haben. Aber Potenza wäre schon ehrlich gesagt sinnvoll, erst mit einem Verbündeten aufzuschließen und dann hier mit einer gemeinsamen Front vorzurücken. Also Potenza macht schon deutlich mehr Sinn. Da ist unsere Armee dann auf jeden Fall potenter. Und Foggia? Was ist mit Foggia? Wieso sollte ich das denn jetzt holen? Das ist doch mittendrin. Das wäre doch total dumm. Hä? Also die Auswahlmöglichkeiten sind wirklich Premium hier. Also natürlich Potenza. Macht doch am meisten Sinn. Yes, sir. Komische Leute. Erobern Sie Potenza. Ja, ja, machen wir. Außerdem ist es nicht weit weg. Abteilungen. Ihre Kompanien haben Abteilungen freigeschaltet. Errungenschaft freigeschaltet. Die werden übrigens nicht angezeigt, ne? Perfekt. Ihre Kompanie... Warte mal ganz kurz. 5 von 24. So wenig gibt's nur. Ist... Okay, cool. Haben Abteilungen freigeschaltet. Nett, nett, nett. Was sind Abteilungen? Yes, sir. Abteilungen können erworben werden, um neue Fähigkeiten zu erhalten und die Autogefechtskraft einer Kompanie zu verbessern. Geschützstellungen. Dies kann eine im Kompanieverwalten-Menü auf der Kommandokarte der Kompanie erfolgen. Einige Abteilungen schalten die Fähigkeiten frei, stationäre Geschützstellungen zu bauen, wie etwa Haubitzen, Flugabwehrgeschütze und Vorratslager. Cool. Abteilungsplatz. Erhöht die Anzahl der Abteilungsplätze der Kompanie um 1. Machen wir die direkt ganz gut hier, weil das ist unsere Premium-indische Artillerie, die ist richtig gut. So, Haubitzenabteilung freischalten. Ermöglicht den Bau der Haubitzenstellung, die eine Distanzsperrfeuer abfeuert. Mein Gott. Ziel umzingelt frei, die eine feindliche Kompanie bewegungsunfähig macht. Den Bau einer Flugabwehrgeschützstellung. Einer Flak halt. Die passiv feindliche Flugzeuge angreift. Machen wir mal die Haubitzenstellung, oder? Ja. Aber weißt du was? Komm, gönn dir. Gönn dir hart. So. Jetzt kann der hier theoretischerweise, wenn wir Ressourcen hätten, Unterstützungsfan, noch ein Achievement. Geil. Und Fähigkeit haben wir ja auch wieder.
Achso, wir haben das dadurch gesperrt. Wir dürfen nur eins nehmen. Okay, das ist anders als im Vorteil. Das ist nicht so schlimm. Wir machen auf jeden Fall mal die Gurkhas besser. Vorgeschobene Beobachter ist. Können 25 Pfünder Artilleriespeerfeuer vom Hauptquartier anfordern. Das finde ich aber meistens irgendwie kacke, weil es meistens zu spät kommt und nicht so krass ist irgendwie. Starten Mission 1 auf. In Mission auf Veteranstufe 1 so rum. Das holen wir uns. Das ist, glaube ich, ganz cool. Weil die fand ich bis jetzt eigentlich ganz nice. Muss ich mir auch mal öfter holen, tatsächlich. Und als nächstes holen wir uns dann sowas hier oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Wobei, ich kann ihn noch verbessern. Was kann man da eigentlich machen? Müssen uns mal alles irgendwie angucken. Passt schon. So, du gehst jetzt mit dem zusammen dahin. Einmal dahin laufen. Und dahin laufen. Geht das? For real? Ich bin leider geblockt durch den. Ach nee, der hat keinen Punkt mehr. Das ist das Problem. Dann gehen wir so da rein. So. Ermöglicht den Bau des Vorratslagers, das die Versorgung der nahegelegenen Kompanien und Geschützstellungen sicherstellt. Cool, 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 cool. Nett. So. Ihr zum Beispiel könntet nach Notchera gehen, aber das ist jetzt eigentlich gerade nicht so wichtig. Da haben wir übrigens auch eine Mission, witzigerweise irgendwie. Keine Ahnung. ja, da macht es auf jeden Fall Sinn, wenn wir hier als nächstes hingehen. Mit dem fahren wir oben lang und gehen direkt auf Potenza. Und mit dem gehen wir unten lang auf Athena Lucana und dann nach Maschio Nuovo. Und vielleicht auch Krakow oder sowas, damit wir hier schon mal die Grenzpunkte quasi einnehmen. Ja, dann haben wir mich das schon mal ein bisschen erweitert. Während die halt einfach in Salerno bleiben und sich da einfach ein bisschen hinschillen. Wobei, die könnten auch gleich nach Nocera weitergehen eigentlich, oder? Ja, warum nicht? Geht mal nach Nocera. Hallo? Alter. Müssen die echt erst rausgehen? Na, weiß ich nicht, So, Butz. Du kannst... Aber warte, wir machen mal ganz kurz noch einen Scout. Einmal dahin. Gib Gummi. Kann man da irgendwo hinschießen? Ah, das ist eine Flak. Guck mal, das lohnt sich doch schon mal dahin zu schießen. Alles daneben, perfekt. Ah, da hat zumindest getroffen. Ich glaube, wir haben Danischer gekämpft, kann das sein? Ach, ist auch egal. Cool. Ja, auf jeden Fall, war es das, glaube ich, mit der Folge? Oder bin ich jetzt gerade doof? Aber ich meine, das war's mit der Folge. Ich glaube, das war's. Weil wir hatten ja den Kampf da gehabt, ne? Und ich glaube, das war in dieser Folge. Ja, passt. So, dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Ciao.